武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der LFs? Willkommen zurück auf meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Ja, ich habe den Vegeta doch noch gezogen. Ich habe mich halt hinleiten lassen, doch nochmal Zeitkristalle auszugeben. Ich wollte es eigentlich nicht, aber da der ja den Überlebenseffekt hat, sehe ich für das Saiyajin-Team doch eine wichtige Option. Weil so haben wir einen Teleport für Rising Rush und einen Überlebenseffekt. Das ist ein cooler Skill. Seine Fähigkeiten sind wirklich gut, finde ich. Und auch ein bisschen relativ originell. Mit dem Spezialangriff, wenn ich es richtig verstanden habe, senkt er seine eigene Wartezeit um 5. Das kann nicht gestapelt werden. Also geht er auf die Bank, muss er nur 5 Zeiteinheiten warten. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so verstehe ich den Effekt. Seine Explosionswelle schmeißt den Gegner zurück und regeneriert 40 Ki. Ki Regenerationsgeschwindigkeit 50 ab. Bei Treffer treten folgende Effekte in Kraft. Spezialangriff Künstlerkarte ziehen, zugefügter Schaden 20 ab. Aktionen, die beim gegnerischen Deckungswechsel für den Gegner aktiviert werden, bleiben wirkungslos. Und man kann im Prinzip alles anhängen. Was mir an ihm nicht gefällt, er hat keine erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit. Das könnte das Team tatsächlich brauchen, weil ja, die hat eigentlich keiner in dem Team. Deswegen wäre es ganz praktisch in dem Fall. Gegenelement Blue, eigener zugefügter Schaden 40% ab. Habe ich bei meinen Tests bisher nichts von gemerkt, ehrlich gesagt. Gegencharakter Son Goku, eigene zugefügte Schaden 25% ab. Erlittener Schaden durch Sonfamir 15 down. Zu Kampfbeginn treten folgende Effekte in Kraft. Zugefügter Schaden 80% ab. Erlittener Schaden 35 down. Also gegen Sonfamir quasi dann 50% down. Bei Rückkehr in den Bereitschaftsmodus. Zugefügter Schaden 20% ab. Maximal 60. Das Ding ist halt, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, hat er einfach mal, wenn der Charakter Son Goku ist und blau, hätte er einfach mal mit allem drum und dran 205% mehr Damage. Ich weiß nicht, ob man es wirklich merkt, ehrlich gesagt. Während sich dieser Charakter im Kampf- oder Bereitschaftsmodus findet, bei jedem gegnerischen Einsatz von Spezialweckung, finalen Angriff, eigener Littner Schaden 30 down, finde ich irgendwie Quatsch, weil eigentlich kann man ja dann den Effekt nur im Deckungswechsel benutzen. Und seien wir ehrlich, wie viele Spezialangriffe und finale Angriffe sagen minus 50%, minus 100% auf erlittener Schaden down runter. Also verstehe ich den Sinn dahinter ehrlich gesagt nicht. Bei eigenen Schlag- oder Fernangriffstreffer treten folgende eigene Effekte in Kraft. 5 Ki, als diese Schlagangriff Künstlerkarte ziehen, also ja, Vegetto Light. Auswechslung setzt den Zähler zurück, Spezialangriffschaden 15% ab. Wenn die eigene Lebensenergie auf 0 fällt, werden einmalig 20% der Lebensenergie wiederhergestellt. Wenn ein Charakter mit der Fähigkeit, wenn Lebensenergie auf 0 fällt, wird dieser Charakter wiederbelebt. Wiederbelebt wird, während sich dieser Charakter im Kampf befindet, wird er mit 70% der üblichen Regenerationsmenge wiederbelebt. Das Ding ist, man könnte jetzt denken, das sind die normalen Effekte, die er jetzt auch hat, dass er wiederbelebt wird hier. Aber hier steht ja, wenn die eigene Lebensenergie auf 0 fällt, werden einmalig 20% der Lebensenergie regeneriert. Das ist der normale Effekt. Der Effekt, den er hier unten reduziert, das ist der Effekt von Gohan, von Cell und von Goku, dass die halt erst sterben und dann wiederbelebt werden. Das ist jetzt interessant, weil was habe ich vor mehreren Monaten noch prophezeit? Es wird irgendwann ein Effekt kommen, der den negieren wird. Das kann doch nicht. Erstmal ist er nur abgeschwächt, aber es wird noch so weit kommen, dass er den negieren wird. Wetten? Ja, ich spiele den jetzt mal im Saiyan-Team. Ich denke mal, das ist die beste Option, die ich persönlich habe. Gebufft wird er noch durch Kakarot. Die anderen kriegen dann durch den noch 20% Lebensenergie drauf, außer der gelbe Vegeta. Ich könnte natürlich auch Raditz reinpacken, dann würden alle Lebensenergie kriegen. Das Problem ist halt, ich glaube, der Vegeta braucht auf 5 Sterne tatsächlich einen ordentlichen Senkpai, mindestens einen ordentlichen Senkpai-Buff, weil guckt euch mal diese unterirdischen Verteidigungswerte an. Deswegen, naja. Zur Ausrüstung in dem Fall, ich habe ihnen das Beste gegeben, was mir persönlich zur Verfügung steht. 26% Schlagangriff ab, auch hier nochmal 26% Schlagangriff ab und hier auf der Nicht-Basiswert 8,5. Bisschen Fernverteidigung, bei den anderen beiden gibt es Schlagverteidigung. Ist das Beste, glaube ich, was ich ihm erstmal geben kann. Ihr könnt natürlich auch Vorschläge in die Kommentare schreiben, doch quatschen wir nicht lang, gehen wir ins PvP. Unser erster Gegner spielt ein Red-Red-Green. Komischerweise ohne Gohan, sehr merkwürdig. Aber okay, er vertraut offenbar auf den Vegeta. Dann würde ich sagen, machen wir das so.
Ja, wir machen schon mal gut Schaden. Aber der Gegner ist natürlich Lecker des Todes. Alter, Verwalter. Ja gut, wie soll ich das denn auch vorausahnen, wenn der so herbe am Lecken ist wieder mal? Ah, ist das ekelhaft, ne? Eigentlich gar nicht mal so schlecht getankt, würde ich sagen. Ah, das will ich aber lieber nicht nehmen. Mal gucken, wie er das aushält. Nein! Ach, verdammt. Boah, guckt euch das an. Der ja, okay, der hat ja auch ohne Ende Buffs bekommen. Aber der macht gut Schaden eigentlich. Oh, du Lappen, Alter, ne? Komisch, dass der aber richtiges Timing hat. Bastard. Trotzdem verkackt, gönne ich dir auch. Man merkt aber, dass der Buff des gelben Vegeta hier auf jeden Fall hart fehlt. Aber... wie lange kannst du mit nur einem verbliebenen HP noch kämpfen? Ja, Siam. Er muss doch überleben, weißt du? Er muss safe überleben. Aha. Oh, das macht gut Schaden. Ja, leider das. Aber gut, wir können sofort seinen Rising Rush kontern, wenn da jetzt was kommt. Ja, mach ruhig. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Ich hasse das, wenn das jedes Mal passiert, ne? So, aber den hätten wir. Ich hasse diese übelsten Lagger, ne? Ich kriege in letzter Zeit auch im Discord ständig nur noch Meldungen, dass Lagger ohne Ende unterwegs sind. Und ich schwöre es euch, die haben das extra verschlechtert, damit wir die doppelte Reputation wieder haben wollen. Anstatt die normale Sache oder die doppelte Reputation zu verbessern, machen sie lieber die andere Sache schlechter, damit die eine Sache, die wir scheiße fanden, dagegen besser aussieht. Das ist Dragon Ball Legends Style. Springen wir zum nächsten. Unser nächster Gegner spielt ein Saiyan-Team. Ja. Ich glaube, da können wir ruhig so spielen.
Ich persönlich denke allerdings, damit ein Saiyan-Saga-Team aktuell vernünftig funktionieren kann, müssten wir tatsächlich ein Zenkai von dem Saiyan-Saga-Goku kriegen. Vielleicht hast du recht. Ja, das war guter Schaden. Ah, der trifft nicht, oder? Oh. Irgendwie hat der ein komisches Timing, oder? Krieg gerade sehr merkwürdige Gegner, aber mal gucken, vielleicht schaffen wir mit dem wenigstens einen LF. Ich muss sagen, aber mir gefällt der Vegeta. Bin mal gespannt, was noch kommt. Es wird garantiert noch was weiteres kommen, was das angeht. Jetzt geht endlich auf! Oh, er hat aufgegeben, auch gut. Vegeta ist einfach zu krass. Ich finde auch, der macht sich gut in Kombination mit dem Super Saiyajin 3, weil dieser Vegeta zieht ja auch nochmal eine Karte nach, was auch sehr praktisch ist. Ja, Siggi, Blue Blue, irgendwas Team. Das wird jetzt wieder nervig. Scheiße, ich dachte, der weicht aus. Okay, ich dachte, da kommt jetzt der Gohan. Warum macht der denn nichts? Ich dachte, der wirft jetzt locker den Gohan rein. Was ist mit ihm? Schockierend, nicht wahr? Komisch dafür, dass er die Ausrüstung auf Z hat und alles, macht er gar nicht mal so viel Schaden irgendwie. Es hört jetzt auch wieder seine scheiß grüne Karte kommen können, Alter. Dann hattest du also bereits das Vergnügen mit ihm. Da. Haha. Komm schon. Ah, verdammt. Ich finde es aber komisch, dass er den Gohan nicht reinwirft. Das Problem hat mir beseitigt. Thank you.
Ich hätte gedacht, der wäre mega schwer, der Gegner. Merke ich irgendwie gerade gar nichts von. Ja, sorry, ich hätte den finalen Angriff machen können, aber er hätte sonst noch ausweichen können. Ja, wir sind schon zu lange unterwegs. Deswegen würde ich sagen, war das der letzte Kampf. Ihr seht, Vegeta hat gute Fähigkeiten. Er ist natürlich auf 2 Sterne ein Lappen, ist einfach so. Aber dank seiner Survivability, dank seinem Spezialangriff, dank seiner grünen Karte, sein finaler Angriff, der sogar einen Lebensenergie auf 0 Charakter gut überwinden kann, seine Heilungsfähigkeit, ich denke mal auf 6 Sterne, ist ein brachiales Brett. Also es ist halt blöd, dass der in diesem Banner rausgekommen ist und nicht irgendwie in einem Banner, was ein bisschen mehr bietet. Ja, was bleibt abschließend zu sagen? Es ist natürlich faszinierend, dass die jetzt mehr auf Sagas gehen. Wir hatten mehr Freezer-Saga, jetzt kommt die Saiyan-Saga. Ja, ich finde das ganz gut, weil ja, Sagas wurden nie wirklich supported, deswegen gefällt mir das. Was haltet ihr von Vegeta? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie gesagt, sorry, dass ich keinen Erlebt geschafft habe, aber ja, die Gegner waren merkwürdig. Ich sage erstmal danke fürs Zusehen, bis dann und ciao. Tja, das war's dann wohl. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören.